Herzlich willkommen bei der Ghostwriting-Agentur GWriters. In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie die Suche nach einem Ghostwriter und der gesamte Rekrutierungsprozess bei GWriters aussieht. Dabei starten wir immer mit der eigentlichen Ghostwriter-Suche, wobei sich da in den letzten Jahren einiges geändert hat. Mittlerweile gibt es für uns als Agentur nämlich zwei Optionen. Zum einen haben wir ganz, ganz viele Initiativbewerbungen von potenziellen Ghostwritern, die bereits die Marke kennen, über unsere Ghostwriter-Jobs-Website. Zum anderen haben wir ein kleines Recruiter-Team, welches sich ständig nach neuen Ghostwritern aus den entsprechend gefragten Fachbereichen umschaut und dafür sorgt, dass wir auch wirklich alle Anfragen entsprechend bedienen können. Wenn wir dann potenzielle Ghostwriter bereits gefunden haben, geht es in den nächsten Schritt, wo wir dessen Qualifikationen überprüfen und uns davon überzeugen, dass wir wirklich hier jemanden an der Hand haben, der auch Qualität liefern kann. Dabei schauen wir uns alle Arbeitsproben und Referenzen an, die dieser Ghostwriter bereits mitliefern kann. Wir schauen uns alle Zeugnisse, Zertifikate und Diplome an, überprüfen natürlich auch, ob es diese Studiengänge überhaupt gibt, welche Hochschulen das sind, schauen uns die Notenschnitte an, schauen gegebenenfalls auf den beruflichen Werdegang und gucken, in welche Fachbereiche dieser Ghostwriter passen kann. Sehen uns natürlich dann eben auch die Forschungserfahrung an und die Erfahrung als Ghostwriter an sich, denn vielleicht hat diese Person ja auch schon einmal für die eine oder andere Agentur geschrieben oder im direkten Kundenauftrag selbstständig für jemanden geschrieben. All das sind Informationen, die für uns wichtig sind. Wenn an dieser Stelle schon irgendeine Position unstimmig sein sollte oder irgendetwas nicht passen sollte, dann brechen wir den Prozess an dieser Stelle mit der Person ab. Falls allerdings all diese Punkte dann stimmig sind und dieser Ghostwriter für uns als qualitativ hochwertig genug empfunden wurde, dann erfolgt das Onboarding bei GWriters. Das Onboarding geht in der Regel kurz und schmerzlos, erstmal durch ein initiales Briefing, dann eben durch Unterschreiben der Verschwiegenheitserklärung und aller anderen Ghostwriter-Verträge, die wir bereits vorbereitet haben. Dafür gibt es einen standardisierten Prozess, den wir immer weiter verschlankt haben über die Jahre. Dann weiterhin bekommt er natürlich Zugang zur Plagiatssoftware, sodass er auch selbst einmal alles überprüfen kann und schauen kann, ob er die Zitation richtig gesetzt hat. Abgesehen von dem Zugang natürlich für die Supervisor, welche einen erweiterten Zugang auf die Plagiatssoftware haben, um auch wirklich alles vollumfänglich prüfen zu können und sicherzustellen, dass wir nur Unikate liefern. Und es wird ein erster Probe-Ghostwriter-Job vergeben, also das heißt so ein Dummy-Job nennen wir das bei uns im Unternehmen, wo der Ghostwriter zeigen kann, was er denn dann wirklich liefert, bevor wir ihm den ersten Auftrag überhaupt vergeben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke, ich konnte Ihnen so einmal näher bringen, wie unser Rekrutierungsprozess aussieht und freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren.